Hallöchen! Heute wollte ich euch mit euch einen Duft besprechen, den ich gerade teste. Und ihr seht, er ist schon in der Lampe. Auf Instagram habe ich schon das Foto gepostet. Es hat in der Story kurz angeteasert, welchen Duft ich teste heute. Ich habe auch einen zweiten schon in der Lampe, wo ich bestellt habe. Das Video ist das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Das Unboxing. Halbe Stunde geplappert, aber egal. Heute geht es um einen Disney-Duft, also lizenzierten Duft. Und wenn ihr auf meine Homepage geht, josephine.sensi.de, ich blende euch mal ein. Ich habe es doch irgendwo. Ich blende irgendwo ein. Findet ihr alle Produkte, wo ich euch zeige? Oder in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link. Und wenn ihr eine Party bei Link haben möchtet, schreibt mich gerne an. Und da ist die Besonderheit, ihr könnt euch schöne Halbpreistickel aussuchen. Ab 295 Euro und noch vieles mehr. Und wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich mal gerne an. Oder schreibt es in die Kommentare, dann mache ich dann mal ein separates Video zu. Also meldet euch da einfach mal. Aber jetzt zum Duft zurück. Ich habe einen Disney-Duft. Ist ein aquatischer Duft und es ist aus der Comeback the Bar, Sensibar. Dori und Nemo seht ihr. Just keep swimming. Ich habe irgendwas gesagt gestern im Live. Es hat was Aquatisches, aber da ist nur eine Komponente drin. Aber mich hat sie schon an den See erinnert und deswegen bin ich da heute erst richtig drauf gekommen, nachdem ich die Duftbeschreibung durchgelesen habe. Ja, ich habe keine Duftbeschreibung beim Disney durchgelesen und habe einfach gedacht, das sieht so schön aus. Ich will den haben. Ja, ich habe mir auch zweimal bestellt. Der kommt die Tage auch nochmal. Aber den werdet ihr dann nochmal im Unboxing kurz sehen. Aber ich finde ihn geil. Es hat was, muss ich sagen, was von dem Duft. Aloe Vera, Cucumber und. Aber nicht die Aloe Vera, sondern Kamba, das Gurkenliches. Es ist schön frisch und wässrig. Ja, da kommt man erst drauf, wenn man die Duftbeschreibung durchliest. Und ich habe sie hier auch. Ich versuche es mal. Entschuldigung, wenn ich gerade so durchblende. Ich habe sie hier mal oben eingeblendet. Abenteuer ruft in der Luft aus blauem Meeresgicht. Weiß nicht, was Gicht ist, aber egal. Also Meeresgicht. Es hat was Meeres. Ich habe das Aquatische. Ihr nennt mich ein Süßwasser-Aquarium. Ihr habt aber, wo wohnt die beiden im Salzwasser, also salziges Treibholz. Das Holzige nimmt ihr auch leicht wahr und das Salzige. Im warmen Zustand erst richtig und dann, da man das erst dann liest, das Gurkliche, das Frische, das Peppige noch dazu und das ist so ein schöner Duft. Ich habe den hier im Badezimmer, ich könnte mir den im Sommer auch vorstellen, super im Sommer, in der Küche oder auch im Wohnzimmer, Schlafzimmer auch und Wohnzimmer jetzt nicht so, warte, Moment, Flur könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber beides immer auf alle Fälle, weil es ja auch mehr in mehrig ist aus Display hat. Ja, ihr könnt den Duft, solange der Vorrat reicht, auf meiner Homepage bestellen. Wie gesagt, josephine.sensi.de. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Da geht ihr auf Kombinieren sparen. Auf Kombinieren und ja. Sonderangebote kombinieren, sparen und da findet ihr drei lizenzierte Bars, sechs lizenzierte Bars. Da könnt ihr euch ein Bundle zusammenstellen.
drei Düfte zum günstigeren kleinen bisschen, ich glaube 2, 3 € günstiger, als zum, wenn ihr die drei einzeln kaufen würdet. Oder ihr kauft sechs, sucht ihr euch aus und eine gratis. Ja, das wollte ich nur sagen, unten in der Videobeschreibung ist mein Link, mein Shop verlinkt, josephine.sensi.de. Ich werde mich wiederholen und ich gebe euch einen Tipp, gehört auch mal in die Schatztruhe noch dabei. Das sind auch andere lizenzierte Produkte, sage ich mal so, drin. Also da lohnt sich immer mal reinzuschnuppern. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und da kommt der nächste Duft, wo ich getestet habe. Also, keep it swimming. Von mir ein Daumen hoch. Also, macht's gut, eure Josi.